Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die Honigmann-Nachrichten vom 4. März 2013 mit der Nummer 44. Und heute lese ich sie besonders gerne, weil heute so wunderschön die Sonne scheint und es sind 10 Grad plus. Essen. Kontergan-Geschädigte haben grundsätzlich keinen Anspruch auf die volle Kostenübernahme für Zahnimplantate durch die gesetzliche Krankenversicherung. Die Kontergan-Schädigung entscheidender Wirkstoff Thalidomid sei kein besonderer von gemeinsamen Bundesausschuss GBA aufgeführter Ausnahmefall, der die kostenfreie Implantatversorgung begründen kann, entschied das Landessozialgericht LSG Nordrhein-Westfalen in Essen in einem am Mittwoch, den 27.02.2013 veröffentlichten Urteil mit dem Aktenzeichen AZ L5 KR 95/11. Im konkreten Rechtsstreit hatte der 1962 geborene Kläger von seiner Krankenkasse die volle Kostenübernahme für 2 Implantatzähne in Höhe von insgesamt 4.608 Euro beantragt. Der Mann berief sich dabei auf seine Kontergan-Schädigung. Die Kasse erkannte zwar einen Härtefall an und wollte daher das Doppelte des bei Zahnimplantaten üblichen Festbetrags zahlen, insgesamt aber immer nur noch 579 Euro. Der schwer pflegebedürftige und schwer behinderte Mann begründete seinen Antrag auf Implantatversorgung damit, dass er wegen seiner Missbildungen verstärkt seine Zähne benutzen müsse, beispielsweise beim Flaschenöffnen. Diese habe seit seiner Kindheit zu einem erhöhten Zahnverschleiß geführt. Eine herausnehmbare Zahnprothese könne er behinderungsbedingt nicht nutzen. Es stimme zwar, dass die gesetzlichen Vorschriften die Implantatversorgung durch die Krankenkassen grundsätzlich ausschließen, ein Systemversagen liege nicht vor. Auch wenn der Staat und die Gemeinschaft der Steuerzahler verpflichtet sei, die Folgen des Kontergan-Skandals mit abzumildern, gelte dies nicht für die gesetzliche Krankenversicherung und die dahinterstehenden Beitragszahler, so das LSG in seinem Urteil vom 24.01.2013. Unglaublich. Karaman Maras. Der Werbeauftragte des Bundestags, Helmut Königshaus, sieht erhebliche Missstände beim Bundeswehreinsatz in der Türkei. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus einer Unterrichtung des Verteidigungsausschusses hervor, in der Königshaus Eindrücke von einem Truppenbesuch vor wenigen Tagen schildert. Die Zusammenarbeit mit der türkischen Seite werde überwiegend als problematisch empfunden, zitiert das Blatt aus dem Bericht. Während des Besuchs von Kriegsminister Thomas de Maizière habe ein türkischer General eine deutsche Soldatin geschubst, die den Verkehr der Delegationsautos habe regeln wollen, so lautet zumindest die offizielle Version. Nach Informationen des Spiegels schildern beteiligte Soldaten die Situation anders. Demnach handfeste Rangelei, der General sei regelrecht ausgerastet. Deutsche Soldaten hätten die Feldjägerin schließlich beschützt. Mehrere Prellungen, die später von einem Arzt dokumentiert wurden, stützten diese Version. Die türkische Armee unterbinde nach Eindruck der deutschen Soldaten zudem systematisch den Kontakt zwischen ihren Soldaten und den Deutschen. Das wollen wir mal hier in Deutschland probieren, den Kontakt zu den Türken zu verbieten. Wer Kontakt aufnehme, werde gemaßregelt, heißt es in dem Bericht über die Zustände in Karaman Maras, wo derzeit Bundeswehrsoldaten stationiert sind, um die Türkei mit Patriot-Flugabwehrraketen vor Angriffen aus dem benachbarten Syrien zu schützen. Ein deutscher Sanitäter, der seine türkischen Kollegen in ihrem Lazarett besuchen wollte, sei vom Lagerkommandeur regelrecht rausgeschmissen worden. Sollten wir mal probieren, die Türken hier mal regelrecht rauszuschmeißen. Sowas, nee. Unhaltbare Zustände im Sanitärbereich der türkischen Kaserne. Toiletten völlig verdreckt, kniehoch Schlamm und Fäkalien. Zudem extrem eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Nur die Innenstadt sei für die Deutschen freigegeben. Wir sind halt doch niemand mehr. Zudem halte der Zoll die Feldpost über Tage oder sogar Wochen zurück. Nach dem Messier habe die Türkei sich große Mühe gegeben, schrieb Welt.de. Berlin. Nochmal Welt.de. Der Bundesrat hat das Gesetz zur Umsetzung des Fiskalpaktes in Deutschland vorerst gestoppt.
Die Länderkammer rief mit ihrer neuen Oppositionsmehrheit erstmals wegen eines vom Bundestag beschlossenen Gesetzes den Vermittlungsausschuss an. Nun muss dort nach einem Kompromiss gesucht werden. Die Länder bemängeln, dass das Fiskalpaktgesetz für sie mit zu hohen Belastungen verbunden ist. Das im Januar vom Bundestag beschlossene Gesetz regelt unter anderem die innerstaatliche Aufteilung etwaiger Sanktionszahlungen zur Sicherung der Haushaltsdisziplin. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU, warf der Opposition aus SPD, Grünen und Linken eine Lafontaine'sche Blockadepolitik vor. Deutschland werde unglaubwürdig, wenn es von EU-Ländern Sparmaßnahmen verlange, den Fiskalpakt selbst aber nicht umsetzt. Die SPD hatte in den 90er Jahren mit ihrem damaligen Vorsitzenden Oskar Lafontaine im Bundesrat zahlreiche Gesetze gestoppt. Berlin. BRD-Schwindel.org zum Zweiten. FDP. Weg mit der Familie. Das ist die Original-Kurznachricht des FDP-Parteivorstandes, die gerade auf unsere Twitter-Plattform Filztal einschlug. Das kommentieren wir nicht, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Nur noch dieser Satz, scheinbar ist die normale Familie nichts mehr wert und deshalb braucht man sie auch nicht mehr. Überall, wo in Gesetzen von der Ehe die Rede ist, nehmen wir einfach die Lebenspartnerschaft dazu. Berlin. Das umstrittene Leistungsschutzrecht für Presseverlage hat dank der Stimmen der schwarz-gelben Koalition den Bundestag passiert, allerdings in abgeschwächter Form. Keine Mehrheit fanden Entschließungsanträge der SPD, der Linksfraktion und der Grünen. Die Bundesregierung sieht in der Neuregelung hingegen einen Schutz vor systematischen Zugriffen auf die verlegerische Leistung durch Anbieter von Suchmaschinen und Diensten, die Inhalte wie Suchmaschinen aufbereiten. Denn deren Geschäftsmodell sei in besonderer Weise darauf ausgerichtet, für die eigene Wertschöpfung auch die verlegerische Leistung zuzugreifen. Das Ende August vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf, zur Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage war am Dienstag überraschend geändert worden. Ursprünglich sah er vor, dass Suchmaschinenanbieter und News-Aggregatoren wie Google künftig für die Nutzung von Presseerzeugnissen im Internet ein Entgelt an die Verlage zahlen müssen, die wiederum die Urheber der Texte daran beteiligen sollen. Erwerben die Anbieter keine Nutzungslizenz, können die Verlage auf Unterlassung klagen. Mit der kürzlichen Änderung wurde der Gesetzentwurf aufgeweicht. Einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte sind nun von der Regelung ausgenommen, damit lizenzfrei. Der Bundesrat könnte das umstrittene Gesetz noch blockieren. Am 6. März will er im Rechtsausschuss darüber beraten und am 22. März im Plenum, berichtete zdnet.de. Berlin. Angesichts der unsicheren politischen Lage in Italien hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch für einen Austritt des Landes aus der Währungsunion ausgesprochen. Wenn es nicht gelingt, die Mehrheit der Bevölkerung eines Landes davon zu überzeugen, dass sie selbst eingegangenen Verpflichtungen bezüglich der Funktionsweise der gemeinsamen Währung auch einhalten muss, kann man nicht von außen nach Neuwahlen rufen, sondern muss das Land zur eigenen Währung zurückkehren lassen, sagte Wilsch. Handelsblatt.com. Der Euro-Rahmen müsse offen sein für Veränderungen, sagte Wilsch weiter. Wenn wir zu einem friedlichen und respektvollen Miteinander in Europa zurückkehren und das Selbstbestimmungsrecht der Völker ernst nehmen wollen, müssen wir die Euro-Europa-Ideologie aufgeben, betonte er. Neben Napolitano übten sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Zuversicht. Der Finanzexperte der FDP-Bundestagsfraktion Frank Schäffler plädierte dagegen auch für einen Austritt Italiens aus der Eurozone, sollte das Land seinen Reformkurs nicht fortsetzen. Will der Euro überleben, muss er zu einer atmenden Währung werden. Mitglieder, die es ökonomisch nicht schaffen oder es nicht wollen, müssen aus dem Währungsclub austreten können. Als Ultima Ratio muss es auch möglich sein, Sünder auszuschließen, wenn sie dauerhaft die Solidarität aller missbrauchen. Berlin.
Einwanderungsschranken für EU-Bürger. In einer vom Focus in Auftrag gegebenen Umfrage spricht sich die Mehrheit der Deutschen für eine Begrenzung der Zuwanderung aus. Migrationsforscher Klaus J. Bade hält dagegen und warnt vor Panikmache. In der Debatte um die Zuwanderung sogenannter Armutsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien wollen 2/3 der Deutschen Einwanderungsschranken für EU-Bürger einführen. In einer MNIT-Umfrage für das Nachrichtenmagazin focus-focus.de sprachen sich 27% dafür aus, dass alle EU-Bürger nach Deutschland einwandern dürfen. 28% wollen die Einwanderung aus bestimmten EU-Staaten begrenzen. 41% plädierten dafür, für Zuwanderer aus allen EU-Staaten Beschränkungen einzuführen. TNS-MNIT befragte für Focus Ende Februar 1.004 Personen. Was sind schon 1.004 Personen gegen 82 Millionen? Unsere Meinung ist hier leider nicht mehr gefragt. Berlin. Die Auswüchse der von seiner Partei maßgeblich geförderten multikulturellen Gesellschaft erlebte am Dienstag ein Berliner SPD-Politiker am eigenen Leib. Wie die Berliner Zeitung meldete, wurde der 29-jährige Marius N., der sich sonst als Vorsitzender des SPD-Arbeitskreises Lesben und Schwule in Steglitz und Zehlendorf engagiert, in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt. Als es abends an seiner Tür klingelte und er die Tür öffnete, wurde Marius N. sofort von 2 unmaskierten Südländern mit einem Messer bedroht und gefesselt. Die Täter stahlen dann unter anderem sein tragbares Telefon, vermeintlich englisch Handy, Geld, EC-Karte und Elektrogeräte. Auch die Haustürschlüssel nahmen sie mit. Erst über eine Stunde später konnte sich Marius N. befreien und die Polizei rufen. Die Täter beschrieb er als um die 20 Jahre alt, südländisch, mit Bomberjacke und Turnschuhen bekleidet. Ein politisches Motiv für den Raub schließt die Polizei unterdessen aus, meldete kompakt-nachrichten.de. Portugal. Hunderttausende Portugiesen haben gegen die Sparpolitik ihrer konservativen Regierung protestiert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen an den Kundgebungen am Samstag in mehr als 30 portugiesischen Städten insgesamt 1,5 Millionen Menschen teil, meldete Format.at. Die Zeitung Publico berichtete am Sonntag allerdings, dass diese Ziffer übertrieben sein dürfte. Typisch Zeitung. Die Proteste in dem Euro-Krisenland richteten sich vor allem gegen die Sparauflagen, die die Troika der Regierung in Lissabon gemacht hatte. Zu den Demonstrationen hatte die Initiative zum Teufel mit der Troika aufgerufen. Anlass der Proteste war der Besuch einer Delegation von EU, EZB und IWF. Die Experten überprüfen seit Anfang der Woche in Lissabon, ob Portugal seine Verpflichtungen zur Sanierung seines Staatshaushalts eingehalten hat. Portugal war nach Griechenland und Irland das dritte Land gewesen, das zur Abwendung eines Staatsbankrotts unter dem EU-Rettungsschirm Zuflucht suchen musste. London. Eine neue Richtlinie der EU zur Begrenzung der Bonuszahlungen an Finanzmanager sieht vor, die Anreize für riskante Spekulationen zu reduzieren. London hält diese Koppelung der Zahlungen an das Vertrauen der Aktionäre für keine gute Idee. Großbritannien habe bereits eines der strengsten Bonussysteme der Welt, sagte der britische Premier David Cameron. Einem Bericht des EU-Observer zufolge stand bei deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Die Kluft zwischen Brüssel und London könnte derzeit nicht größer sein. Nach den langwierigen Verhandlungen über die Höhe des neuen EU-Budgets und der viel zitierten Rede Camerons haben die Stimmung deutlich abgekühlt. Wenn es nach der EU-Kommission geht, dürften Bankerboni das Jahresgehalt der Topmanager künftig nicht mehr übersteigen. Londons Bürgermeister Boris Johnson nannte diesen Vorstoß illusorisch und kontraproduktiv. Philipp Lamberts, Mitglied des Europäischen Parlaments, versuchte jedoch zu schlichten. Es sei falsch, dies als einen Konflikt Europa gegen Großbritannien zu porträtieren. Die hohen Boni der Manager werden mit als Auslöser für die internationale Finanzkrise ab 2007 angesehen. Die neue Richtlinie wird im EU-Parlament per Mehrheit beschlossen. Diesmal hat London keine Chance, sein Veto einzulegen. Rom.
Reuters Beppe Grillo ist Comedian und Politiker. Überraschungssieger der Wahlen in Italien. Doch der ist froh, nicht gleich die Mehrheit erlangt zu haben. Im Fokus-Interview gibt er dem politischen System seines Landes keine Chance mehr. Italiens Schulden will er neu verhandeln. Er rechnet damit, dass das politische System seines Landes noch in diesem Jahr zusammenbrechen wird. Ich gebe den alten Parteien noch 6 Monate und dann ist hier Schluss. Dann können sie die Renten nicht mehr zahlen und auch die öffentlichen Gehälter nicht mehr. So stasiw.wordpress.com. Der Gründer der Partei Fünfstelle fordert Italiens Staatsschulden neu auszuhandeln. Wir werden erdrückt. Nicht von dem Euro, sondern von unseren Schulden. Wenn die Zinsen 100 Milliarden Euro pro Jahr betragen, sind wir tot. Es gibt da keine Alternativen. Der 64-Jährige verglich den Staat mit einer Aktiengesellschaft. Wenn ich Aktien einer Gesellschaft gekauft habe, die bankrott geht, dann habe ich eben Pech. Ich habe riskiert und verloren. Wenn sich die Bedingungen nicht änderten, wolle Italien den Euro verlassen und zur Lira zurückkehren. Weder mit den Linksdemokraten Pierluigi Bersani noch mit dem rechtskonservativen Silvio Berlusconi wolle er eine Koalition eingehen. Wenn die PD Bersanis und Berlusconis PDL vorschlagen würden, sofortige Änderung des Wahlgesetzes, Streichung der Wahlkampfkostenerstattung, maximal 2 Legislaturperioden für jeden Abgeordneten, so eine Regierung würden wir selbstverständlich sofort unterstützen, aber sie werden das nie tun. Sie blöffen nur, um Zeit zu gewinnen. Brüssel. Die Qualität der Luft, die die EU-Bürger einatmen, die übrigens noch nichts kostet, liegt der EU angeblich am Herzen. Und ausgerechnet Deutschland kommt den Verpflichtungen bis 2015, die Luftqualität deutlich zu verbessern, nicht nach. Deshalb würden die Fristen zur Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte für 33 von 57 deutschen Regionen nicht verlängert. Die EU-Kommission bemängelt in 33 deutschen Städten zu hohe Schadstoffbelastungen. Deshalb müssten sie nun schnell handeln, heißt es in einem Beschluss der EU-Kommission vom 20. Februar. Berlin, Hamburg, Kiel, Dresden, Köln sollen höhere Parkgebühren verlangen, strengere Umweltzonen einrichten, Tempolimits, 10 km/h, wenn es geht, oder über 10 Jahre alte Autos aus dem Verkehr ziehen, schlägt die EU-Kommission vor. Unmittelbare Fahrverbote würden dem Sprecher von EU-Umweltkommissar Janez Potocnik zufolge noch nicht drohen, so die Zeit. Ein Verfahren gegen Deutschland aufgrund der Verletzung von EU-Recht sei auch noch nicht eingeleitet, aber auch nicht ausgeschlossen. Die wissen wirklich nicht, wie sie uns noch abzocken sollen. Es ist eine bodenlose Frechheit. New York, Moskau. Der ständige Vertreter Russlands bei der UNO hat die USA der Beteiligung an der Ausrüstung der Terroristen in Syrien beschuldigt, berichtete German.irib.ir. Vitali Tschukin hat laut einem IRNA-Bericht am Freitag bei einem Interview mit dem Sender Russia Today gesagt, die USA liefern Ausrüstungen für die syrische Opposition nicht direkt, aber sie regen andere Länder dazu an, dies zu tun. Sie wollen bei der Unterstützung der Terroristen unerkannt bleiben und sich keinen schlechten Ruf einhandeln. Außerdem fügte er hinzu, dass die amerikanischen Verantwortungsträger sehr gut über diese Tatsachen informiert sind, dass sehr viele Gegner der syrischen Regierung Terroristen und ausländische Söldner sind, die diese Regierung stürzen wollen. Außerdem beschuldigte er die USA, dass sie beim politischen Prozess zur Lösung der Probleme in Syrien intrigieren und sabotieren. Damaskus. Die syrische Armee hat den Aufständischen schwere Schäden zugefügt. Laut Sana, also offizielle syrische Nachrichtenagentur, kam es zwischen einer Einheit der syrischen Armee und einer Gruppe von bewaffneten Aufständischen am Freitag in der Nähe von Damaskus zu heftigen Auseinandersetzungen. Mehrere Aufständische, die die Straßen blockierten und syrische Bürger angriffen, wurden dabei getötet. Des Weiteren zerschlugen die syrischen Truppen die Stellungen von Aufständischen und deren Anführern in der Region Khan al-Asal in der Nähe von Aleppo. Die sogenannte Gruppe der Freunde Syriens traf sich am Donnerstag mit der syrischen Opposition in Rom und versprach ihnen mehr Unterstützung, informierte German.irib.ir. So, die gute Nachricht.
von der Honigmann sagt, .wordpress.com. Auch wenn wir uns noch so weit von unserer Quelle entfernt haben, unser Schöpfer ist gnädig und wünscht sich nichts sehnlicher, als uns alle zur Quelle zurückzuführen. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen von uns, die erforderlichen Schritte zurück zu unserem eigentlichen Sein, zur Einheit mit unserem Schöpfer und mit uns selbst zu gehen. Wenn wir 2 Stunden am Tag der Rückführung zu unserer Quelle widmen, durch welche Aktivität auch immer, sei es Meditation, Gebet oder eine andere Praxis, sind wir auf der sicheren Seite. So, das war's mal wieder für heute. Nun wieder der Spruch, den ich für euch ausgesucht habe. Friede ist nicht nur das Gegenteil von Krieg, nicht nur der Zeitraum zwischen 2 Kriegen. Friede ist mehr. Friede ist das Gesetz menschlichen Lebens. Friede ist dann, wenn wir gerecht handeln und wenn zwischen jedem einzelnen Menschen und jedem Volk Gerechtigkeit herrscht. Das ist ein Spruch der Mohawk-Indianer. So, nun hoffe ich, die Sonne bleibt uns heute erhalten und wir haben wieder was zu genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis die Tage. Eure Biene vom Honigmann.